Wir haben den nächsten Flashback-Spieler bekommen. Rückblick Chiellini. Und da krückt er auch schon herein, der alte Mann. Jetzt kommen wir gleich in Tempo hoffentlich. Den schauen wir uns jetzt heute genauer an. Wir werden Weekend League mit dem zocken. Schauen wir mal, wie der performt. Wir gehen auf jeden Fall mal rein und schauen uns die Stats genauer an. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Giorgio Chiellinis Flashback Review. Ich glaube, das wird auch ein bisschen ein kürzeres Video werden. Wir schauen uns jetzt die Werte an. Ich spiele jetzt dann Weekend League mit ihm, also die Finals, und da werde ich euch die besten Szenen einfach hineinschneiden. Ich glaube, für einen Verteidiger, da braucht man jetzt nicht ein endlos langes Video machen. Aber er ist auf jeden Fall 1,87 groß, hat ein krasses Upgrade bekommen oder Downgrade, wie auch immer man das sehen möchte. Hat mittelhoch Arbeitsrate, was für einen Verteidiger schon mal sehr nice ist. Starker Fuß links, hat 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß, spielt bei Piemonte, also bei Juventus, ist Italiener. Also hauptsächlich die Serie A links, würde ich jetzt mal sagen, werden da bedient. Antritt geht jetzt mit dem Shadow, den er von mir bekommen hat, auf 89, die Sprintgeschwindigkeit auf 91. Und da sind wir bei diesem satten Update. Ich glaube, den Schuss brauchen wir uns nicht so genau anschauen. Und er hat auch kurzer Pass und langer Pass mit 80. Das ist auch eigentlich ein sehr guter Wert für den Innenverteidiger. Die Beweglichkeit schaut sehr okay aus mit 65 und die Balance bei 70. Reaktion 88, 63 Ballkontrolle, 63 Dribbling und 90 Ruhe. Die 90 Ruhe und die 88 Reaktion wahrscheinlich da als die wertvollsten Werte im Dribbling, weil ansonsten sind diese großen Innenverteidiger sowieso meistens nicht die allerbeweglichsten von den Stats her. Wir werden uns das dann in-game anschauen. Abfangen geht mit dem Shadow auf 96, die Kopfballpräzision auf 79, dazu der 90 Sprungkraft, das defensive Bewusstsein bei 95, die fairen Zweikämpfe auf 96, die Grätsche geht auf 99, also da eigentlich fast alles ausmaximiert. Wie gesagt, Ausdauer bei 78 sollte auch klar gehen für den Innenverteidiger, da haben die meisten nicht mehr. 90 Stärke, sehr, sehr guter Wert, und 87 Aggressivität, auch das sehr, sehr gut. Dazu hat er den weiten Einwurf, den Powerkopfball, den Teamspieler und anfällig für Verletzungen und die Grätschen für die CPU. Und wir haben ja da jetzt heute ein neues Team oder ein sehr, sehr umgestaltetes Team, sagen wir es mal so. Für die Links, für Chiellini, habe ich Cuadrado und Figo, somit kommt er dann auch auf 10 Chemie. Dazu haben wir Renato Sanchez, über den wird es ein separates Video geben, Bernardo Silva und Mané am Flügel. Mit Werner spielen wir im Sturm, dazu haben wir Kanté und Van Dijk und Robertson und im Tor, wie gesagt, unser Peter Cech. Aber jetzt in dem Video soll es darum gehen, wie gut Chiellini ist und ob sich seine SBC lohnt, und dann gehen wir rein in die Finals. So, schauen wir sich Chiellini da mal ein bisschen an, das Dribbling. Ja, wirkt eigentlich sehr, sehr gut für einen Verteidiger. Jetzt schenke ich dem Gegner da wahrscheinlich das Tor. Ja, es war nicht so gut, was ich da gemacht habe. Ja, da kommt er nicht mit Vinicius. Hat er auch gut gemacht, der Gegner. Ja, gut gestanden da jetzt Chiellini. Ja, gut gemacht. Auch wieder zu langsam eigentlich, meine Verteidiger. Es war wieder Chiellini leider. Ja, den hat jetzt gut abgefangen, Chiellini. Sein Mosala ist so gut, alter Wahnsinn. Ja, gut da jetzt reingegangen, Chiellini, gut reingegangen. Weiß nicht, ob Chiellini da wieder zu langsam war. Gut, ich meine, das war mein Fehler ganz am Anfang. Ich habe euch das auch drinnen gelassen. Ich habe einen Fehler gemacht, wenigstens haben wir das Dribbling gesehen. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass Van Dijk viel, viel aktiver war als Chiellini, und das zeigt sich da jetzt auch in den Bewertungen. Wir hatten 4 Pässe nur, da hat er zwar 100% Passgenauigkeit, 4 Dribblings 75% und einen Zweikampf, den hat er verloren. Aber ich fand ihn, wie gesagt, einfach in manchen Situationen viel zu langsam. Wir gehen auf jeden Fall ins nächste Game. Oh, Chiellini, gut gestanden da jetzt. Nochmal. Ja, so wollen wir das sehen. Ey, was ist das für ein Gependle da? Aber Chiellini bisher am Posten. Ja, Chiellini gut abgefangen, gut abgefangen. Oh oh, oh oh, oh oh. Ja, Chiellini gut gestanden. Gut, Chiellini mit einer 5,9, Van Dijk mit einer 6,5. Also auch da wieder. Er war zwar da jetzt einige Male gut da, das muss man schon sagen. Er hat einen Zweikampf gehabt, den hat er verloren leider. Wir können da auch mal rüberschauen zu seiner Abwehrstatistik. Einen fairen Zweikampf, nicht gewonnen.
Ja, zweimal abgeblockt, einmal abgefangen. Das war schon ganz gut. Da war er dann da, wo er sein sollte. Ansonsten 7 Pässe mit 71% und 5 Dribblings mit 80%. Also bisher muss ich sagen, so richtig überzeugen tut er mich noch nicht. Super gestanden jetzt von Chiellini. Ah, Chiellini mit dem Kopfball, der leider nur auf der Linie. Gut abgefangen, Chiellini, gut abgefangen. Ah, gut reingegangen da jetzt, Chiellini, gut reingegangen. Ja, da kommt Chiellini zu spät, da kommt er einfach zu spät, da kann man sagen, was man will. Hat dagegen auch gut gemacht, aber. Ja, jetzt nochmal da gut gestört, Chiellini. So, jetzt hat Chiellini mal ein besseres Spiel wie Van Dijk gemacht, aber. Also so hundertprozentig zufrieden bin ich mit ihm nicht. Er hat jetzt auch nicht so viel zu tun gehabt in dem Spiel. Dagegen hat seine Chancen eiskalt genutzt. 2 Dribblings, 3 Pässe, 2 Zweikämpfe davon einen gewonnen. Schauen wir mal, ob er da noch was abgefangen hat. 2 abgefangene Bälle, okay. Aber ja, ein Game gebe ich ihm noch. Ein Game gebe ich ihm noch, bevor wir ins abschließende Fazit gehen. Ja, Chiellini da gut abgeschirmt. Ja, gut, Kelene, gut. Ja, gut, das war gut. Ja, Kelene jetzt mal mit dem Kopfball. Das war schlecht gemacht von mir, aber sehen wir jetzt. Kelene halt im Nachlaufen gegen Fekir. Es war schlecht gemacht von mir, aber wir haben gut gesehen, dass er da meiner Meinung nach ein bisschen zu langsam ist. Jetzt nochmal gut hineingegangen, der Chiellini. Gut, Chiellini mit einer 6,6 wieder ein bisschen jetzt besser gewesen als Van Dijk. Einen Schuss haben wir jetzt auch mit ihm gehabt, das war der Kopfball, der leider misslungen ist. 9 Pässe, 89% Passgenauigkeit, das ist sehr gut. 7 Dribblings, 100%, eigentlich auch sehr gut. 2 Zweikämpfe, einen gewonnen, dreimal den Ballbesitz erobert, einmal den Ball verloren. Wir gehen ins abschließende Fazit. Gut, wir haben 4 Spiele jetzt gemacht mit Chiellini. Eins war ja ein geschenkter Sieg. Und ich muss sagen, die Karte war jetzt nicht schlecht, aber er hat mich auch absolut nicht vom Hocker gerissen. Hat zwar defensiv einiges geleistet, ist oft gut gestanden, hat einige Bälle geblockt, aber der größte Schwachpunkt auf der Karte ist meiner Meinung nach sein Tempo. Wahrscheinlich auch in Kombination mit seiner Körpergröße, mit seinen 1,87 ist er jetzt zwar nicht der allergrößte, aber er wirkt ein bisschen träge. Und das hat man, glaube ich, auch in zwei, drei Szenen ganz gut gesehen. Und das kostet halt dann Tore. Ich weiß, das war jetzt am Schluss. Diese eine Szene kurz vor dem abschließenden Fazit, da jetzt natürlich meine Schuld, aber da hat man gut gesehen, dass er halt einfach beim Nachlaufen dann nicht mehr mitkommt mit so schnellen Spielern und das kann einfach dann auch ins Auge gehen. Und ich muss sagen, Van Dijk gefällt mir da von der Aktivität irgendwie auch viel besser. Es war zwar jetzt irgendwie so ausgeglichen, 2 Spiele war Van Dijk besser, 2 Spiele war Chiellini besser. Vielleicht kann man da auch ein bisschen herumexperimentieren. Ich habe in den ersten 2 Spielen immer umgestellt, ob er jetzt links oder rechts in der Innenverteidigung spielt. Aber ich muss sagen, für den Preis geht es wahrscheinlich in Ordnung. Das teuerste ist wahrscheinlich eh dieser Top-Neuzugang, den man da irgendwie auftreiben muss. Und ja, man muss halt sagen, man kann den halt auch nur in der Serie A eigentlich spielen, weil als Italiener hat man halt jetzt nicht so viel krasse Links wahrscheinlich aus anderen Ligen, mit denen man ihn da linken könnte, außer mit Ikonen vielleicht. Ansonsten für Serie A-Teams sicher sehr, sehr gut, aber ein De Ligt, den es vor einigen Wochen mal gab als SBC, der ist meiner Meinung nach der bessere Innenverteidiger als Chiellini, aber Chiellini halt ein absoluter Ehrenmann und wenn man den günstig abschließen kann und ein Serie A-Team hat, dann geht der auf jeden Fall fit. Also defensiv ist er schon sehr stark gewesen, auch das Passspiel war sehr gut, Beweglichkeit fand ich eigentlich ganz nice. Am Anfang ein bisschen so mein Fail, wo wir gleich das Gegentor kassiert haben, das war natürlich nicht seine Schuld, aber ja, ansonsten, wie gesagt, ich finde ihn jetzt nicht besonders, aber er ist auch nicht schlecht. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, gerne auf Twitch und auf Instagram vorbeischauen. Und dann war's das für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.